Also mein Vorschlag, ganz kurz, ist Zeit für das Wesentliche, Erfolg durch Einfachheit. Soll dazu dienen, dass man, und das bezieht sich natürlich auf CRM, also ich arbeite für eine CRM-Firma, und auf CRM-Systeme, was kann man da machen, was kann man da richtig machen, was kann man da falsch machen dabei. Vielleicht gibt es auch einen Impuls, wo dann Herr Rapp im Gegenzug mir aufs Heftigste widerspricht und wir haben eine lustigere Podiumsdiskussion. Frage, was wäre jetzt so das Wesentliche, auf das man sich konzentrieren soll, wofür man Zeit braucht? Der Kunde, 100 Punkte. Der Kandidat hat 100 Punkte. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Also auf den sollen wir uns konzentrieren. Wir sollen uns darauf konzentrieren, dass der Kunde im Mittelpunkt unseres Denkens steht und sind da ja auch, also Martha Rogers hat mal gesagt, if you got a customer, you got a business. If you don't, you have a hobby. Das stimmt. Also wenn man, der Kunde ist halt einfach die Grundlage des Geschäfts. Jede andere Tätigkeit, die wir ausüben, hat Priorität B. Keine Frage, da sind wir auch im Einklang mit dem großen Sohn Wiens, Peter Drucker, der gesagt hat, dass die beiden einzigen Wertschöpfungsketten im Unternehmen, Innovation und Go-to-Market, tatsächlich Wert schaffen. Alle anderen Prozesse im Unternehmen generieren nur Kosten. Das passt. Also Konzentration aufs Wesentliche, Zeit fürs Wesentliche bedeutet, ich muss als Individuum, als Rep, als Marketier in der Lage sein, ein Maximum meiner Zeit darauf zu verwenden, so schnell wie möglich, so nah wie möglich an den Kunden ranzukommen. So weit, so einfach. Dann gibt es noch ein zweites Kriterium, was man wahrscheinlich berücksichtigen sollte in einem CRM-System. Das ist dann mehr die methodische Betrachtung davon, dass wir können jetzt ja mal in 120 Sekunden die Wertschöpfungskette Vertrieb entmystifizieren. Es geht ja lediglich darum, dass ich eine bestimmte Menge von Markt habe, die ich über eine Zeitachse verdichte. Also ich habe Markt, Markt konvertiere ich in Interessenten, Interessenten konvertiere ich im Kunden. Das ist es. Ja, jetzt habe ich dabei einen Kurvenverlauf über Zeit und interessant ist die Konvertierungsrate, also Markt gegenüber Kunden nennt man dann Marktanteil, Opportunities gegenüber Kunden nennt man Closing Rate und all diese Dinge. Gibt es ein paar Performance-Indikatoren drin, auch der Verlauf der Kurve macht einen Unterschied und natürlich die Zeit. Also das ist der zweite Performance-Indikator, erstmal Conversion Rate, wie viel Prozent, zweite ist wie schnell. Und der dritte ist natürlich der Wert des eigentlichen Projekts bzw. der Wert des Kundens, den ich dann habe. Gut, jetzt habe ich das eigentlich, jetzt mache ich das alles richtig. Also ich optimiere diese Punkte und ich gebe dem Individuum die Möglichkeit, schnell einfach nah an den Kunden ranzukommen. So weit, so gut. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute sich immer so viel Zeit nehmen mit der Spezifikation von CRM-Systemen. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben das ja auch. So sieht es aus. Ich sehe Sie wenig beeindruckt, wenn ich jetzt sage, das ist ja nur ein Teil davon, das ist ja nur ein Teil davon, ich habe 75 davon. Ich meine, das ist irgendein CRM-System, das ist nicht unseres, möchte ich darauf Wert legen, das ist irgendein CRM-System, was man auf dem Markt kaufen kann und so sieht es aus. Und Sie sind wenig beeindruckt, das mag daran liegen, dass wir 1743 haben, es mag an verschiedenen Dingen liegen, aber vermutlich liegt es auch daran, dass Ihnen das optisch nicht besonders gefällt und dass es nach Arbeit aussieht, dass es nicht nach Spaß aussieht und das Schlimmste, es sieht nach Komplexität aus. Vor allem, wenn ich noch dazu sage, davon werden in Ihrem System vermutlich 75 sein. Jetzt gibt es die, kann man natürlich sagen, ja okay, da kann da wieder jemand zitieren, zitiere ich Albert Einstein, auch immer alles richtig, der hat gesagt, keep everything as simple as possible, but not simpler. Das ist der springende Punkt. Es gibt nun mal in dieser Angelegenheit, die wir jetzt hochgradig abstrahiert haben, da hört sich alles ganz einfach an, wenn man ein bisschen tiefer tritt, gräbt Komplexität. Aber das alleine würde ich mal als Ausrede nicht da gelten lassen, warum wir nicht Einfachheit erzeugen können. Ich würde mal eher behaupten, dass es umgekehrt so ist, dass es alle möglichen komplexen Systeme gibt, die sich trotzdem nicht komplex präsentieren. Kann jemand von Ihnen einen Kühlschrank konstruieren, reparieren, bauen? Wissen Sie, wie der funktioniert? Wie viel Liter Kühlflüssigkeit und so? Dunkel Physikunterricht? Aber Sie haben keine Ahnung davon, in Wahrheit, wie ein Kühlschrank funktioniert, mit Ausnahme einiger weniger echter Ingenieure hier im Raum, richtig? Ist das ein Problem? Überhaupt nicht. Ja, ein Kühlschrank ist ein gutes Beispiel dafür, wann Technologie keine Technologie mehr ist. Ja, Sie öffnen den, stellen was rein, danach wird es kalt. Wenn das Bier schneller kalt wird, oben rein, Tiefkühle. Ja, also das ist das, was Sie über einen Kühlschrank wissen müssen, so können Sie den Kühlschrank bedienen. Und übrigens die Digital Natives, irgendjemand hier, sag, nach 1985 geboren? Das ist schrecklich. Ja, also die, schrecklich. Das sind die Reps.
Das sind die Reps, die diese Systeme benutzen müssen. Und die sehen aber ganz anders aus als die Systeme, die sie sonst benutzen. Weil die dieselbe Haltung zu diesen Systemen haben, wie wir zu Kühlschränken. Das ist uns also überhaupt nicht interessiert. Technologie ist so lange Technologie, wie Technologie technologisch attributiert wird. Ja? Wie viel Gigahertz, wie viel Gigabyte, wie viel Mbit-Durchsatz. Solange so ist es Technologie, irgendwann ist es das nicht mehr. Ja, beim Kühlschrank weiß kein Mensch, wie gesagt, wie viel Kühlflüssigkeit. Long story short, also wir haben festgestellt, es muss nicht so sein, dass Komplexität sich komplex präsentiert. Wir müssen da andere Lösungen finden. Vorschlag. Großartiges CRM-Werkzeug. Bringt mich nah an den Kunden, ist ganz einfach zu bedienen. Kennen Sie Scott McNeely, war mal der CEO von Sun. Sun war im fast Krieg mit Microsoft und Intel, eigene Prozessoren, andere Architekturen. Der hat mal sarkastisch gesagt, irgendwie, wie bootet man eigentlich ein Telefon? Ja, man hebt den Hörer ab. Ja, das ist die Haltung, auch hier wieder ein gutes Beispiel, wann Technologie keine Technologie mehr ist. Das ist ein großartiges Werkzeug. Es hat nur den Nachteil, dass es den zweiten Teil von dem Einstein-Zitat nicht erfüllt. Also keep everything as possible, as simple as possible, but not simpler. Es ist zu simple. Es kann tatsächlich der Komplexität von dem CRM-System nicht Rechnung tragen. Was ist übrigens, das hatte ich vorher vergessen zu erwähnen, ganz gut belegtes Telefon ist, dass das nicht wahr ist, dass Reps CRM-Systeme nicht gerne benutzen. Das ist nicht wahr. Es wird dann verschiedene Theorien, warum die das nicht gerne benutzen. Eins davon, die gern genommen wird, ist Kontrolle. Also man sagt irgendwie, ja, da kann ich aber, der Chef kann dann sehen, was ich mache oder so. Das ist nicht wahr, das glaube ich nicht. Wir haben eines der wirkungsvollsten CRM-Systeme, die wir in den 90ern bekommen haben, war das Mobiltelefon, richtig? Ja, damit konnte der Rep unterwegs telefonieren. Konnte er vorher nicht, Telefonzelle kompliziert, umständlich, war immer erreichbar, hochgradig effizienzsteigernd. Und hat den Nebeneffekt gehabt, dass es das Heldentum des Vertriebsaußendienstlers etwas gesenkt hat. Der konnte vorher nach 3, 4, 5 Tagen wieder zurück ins Büro kommen und von seinen Heldentaten erzählen. Dass er an einem schönen Tag nachmittags im Schwimmbad war, dass er irgendwie Freunde getroffen hat, dass er irgendwie zu dem sowieso am liebsten fährt, weil das ist ein guter Kumpel von ihm. Das war alles mehr im Unklaren, weil man wusste ja nicht so genau, wo der war. Heute, nach dem Mobiltelefon, konnte ihn sein Chef jederzeit anrufen, hat den aber nicht gestört. Der hat es benutzt, weil es zielführend ist. Der Rep heute, der das Teil, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, nicht benutzen will, der sitzt abends da und schaut sich die Leute in Xing an. Ja, Xing ist ein hervorragendes CRM-Werkzeug. Für uns als CRM-Hersteller müssen wir das sehr gut beobachten, was da passiert. Echtes Bedrohungspotenzial für uns. Die Dinge werden aufeinander zulaufen, da wird Konvergenz passieren oder so, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Auf jeden Fall ist es weder wahr, dass die nicht gerne Systeme benutzen, noch wahr, dass sie die Kontrolle nicht mögen. Wahr ist, dass sie das nicht mögen, wenn es nicht zielführend ist. Das ist der Punkt. Jetzt können wir sagen, okay, wir haben hier ein Werkzeug, was zwar den Simplizitätskriterien entspricht, aber es kann keinen einzigen Prozess, es kann mir nichts raten, es kann sich nichts merken. Schlecht. Besserer Vorschlag. Wenn Sie jetzt sagen, oh, schon wieder ein iPad, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Gleich sagt er, er verlost eins. Also wenn Sie diese Haltung dazu haben, haben Sie völlig recht. Ich habe es auch genug davon. Aber lass uns mal das alles rausnehmen. Ja? Lass uns mal rausnehmen, dass das jetzt ein super Gadget ist, dass das wahnsinnig viel Geld für Apple verdient und so. Lass uns das auf das reduzieren, was es methodisch ist. Und dann ist es die Verkörperung eines Paradigmas. Es ist die Verkörperung der Einfachheit. Wissen Sie, warum Steve Jobs nie Hemden getragen hat, immer Rollkragenpullover? Zu viele Knöpfe. Also der Punkt dieses Paradigmas der Einfachheit ist in keinem Gerät so verkörpert wie da. Und jetzt Skepsis in Ihren Augen. Das ist kein Computer. Vor 3 Jahren war das, glaube ich, hat Apple den Namen Computer aus dem Firmennamen gestrichen. Damals hießen die Apple Computer Incorporated und dann haben sie Computer gestrichen. Das ist kein Computer. Das hat nicht die DNA wie ein Laptop. Das ist kein anderer Laptop mit einem Touchscreen. Ein Laptop hat die DNA von einem Computer. Also es war ein Desktop und da haben wir gesagt, wie können wir ein bisschen komprimieren, ein bisschen Gewicht rausnehmen, ein bisschen Akku reintun und dann nennen wir das Laptop. Das ist wahr, das sehen Sie daran, dass es umgekehrt so ist, dass Sie Ihren Laptop mit ins Büro nehmen und einen Bildschirm dran stecken und schon haben Sie einen Desktop. Richtig? Wird damit nie passieren. Das hat die Gene vom Telefon.
Das hat die Gene von einem Smartphone. Und diese Einfachheit, die da drin ist, gibt uns eine enorme Chance bei der Redefinition von CRM. Genauso wie sie uns das Web eine Chance gegeben hat für die Redefinition, dann auch keine Client-Server mehr. Genauso wie uns die Social Community Networks eine Chance für Redefinition gegeben haben, bevor Xing erwähnt. Das gibt immer wieder neue Chancen, Innovationsprozesse einzuleiten, wie man Einfachheit erzeugen kann. Aber das kriege ich dahin. Der große Vorteil, den ich mit Ihnen habe, die Sie nicht auf der Herstellerseite sind, aber die idealerweise gerne mit uns über unsere Produkte reden, vielleicht sogar mal eins kaufen, ist, dass Sie beim Laptop immer gesagt haben, oder andersrum, Sie sagen bei dem immer, das ist süß, das ist einfach, so mag ich das, so mögen meine Leute das. Während Sie beim Laptop zu mir immer gesagt haben, muss das können, muss das können, muss das können, muss das können, muss das können. Hier sagen Sie immer, muss einfach sein, muss einfach sein, muss einfach sein, muss einfach sein. Es sind schon auch Sie, die Anwender, ein bisschen mit dran schuld, dass wir diese Applikationen so kompliziert gemacht haben. Und mit diesem Paradigma der Einfachheit haben wir eine enorme Chance. Ein Kriterium. Und zwar reden wir, das ist ja oft so bei Innovationen, jetzt über die Darreichungsform. Eine echte Innovation in der Darreichungsform, die zu ganz neuer Qualität von Einfachheit führen kann und führen wird. Das andere Kriterium ist der Content, der Inhalt. Also eine Innovation ist von Schwarz-Weiß auf Farbfilm, haben Sie den Inhalt verbessert. Von Fernsehen auf VHS-Kassette haben Sie im Grunde denselben Inhalt. Sie haben nur eine andere Darreichungsform. So meinte ich das. Was die Inhalte betrifft, sieht es so aus, das CRM-System der Zukunft. Und wir sind schon ganz gut unterwegs dahin. Aber nachdem jetzt hier niemand ist, der nach 1985 geboren ist, trotzdem die Frage, was schauen wir an? GTA, Grand Theft Auto. Das ist ein prozessgesteuertes System. Der Unterschied zwischen einem datengesteuerten System und einem prozessgesteuerten System ist, dass ein datengesteuertes System repräsentiert eine Datenbank. So sehen die Applikationen auch weitgehend auf. Single Record, Multi Record in der Tabelle. Und Sie können dann irgendwas manipulieren. In einer Webwelt mit einer Milliarde von Links von einem Punkt auf einen anderen Punkt. Und Sie, armer Anwender, müssen entscheiden, was Sie mit dieser 100% Datenverfügbarkeit denn jetzt prozessual machen. In Grand Theft Auto ist mein Job jetzt hier, Auto identifizieren, Auto aufbrechen, Auto stehlen, zu einem bestimmten Ziel fahren, mich mit Waffengewalt verteidigen. Alles, was ich dafür brauche, für diesen Prozessschritt, kriege ich an Informationen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und so entsteht Einfachheit. Und auch wenn Sie jetzt wieder sagen, naja, wir sind weit hergeholt, dann sage ich nur, die Reps, die Sie einstellen, die sind das gewöhnt. Die sind diese Art von Prozesssteuerung gewöhnt und die finden das einen ganz schönen Culture-Shock, wenn Sie dann mit dem arbeiten, was für uns die Älteren unter uns aussieht wie ein 3270-Terminal. Aber auf jeden Fall, was damit zum Ausdruck gebracht sein soll, ist, dass die Vereinfachung auf der Inhaltsseite durch Prozessdesign passiert, indem ich nicht eine datenorientierte Darstellungsweise wähle, sondern eine prozessorientierte Darstellungsweise. Aus einer bestimmten Anzahl von Kunden, welche auswählen, die bestimmte Eigenschaften haben, die alle anrufen, denen erklären, dass wir ein Produkt haben, mit denen einen Termin vereinbaren. Genau diese Informationen, die ich dafür brauche, in Datenform bekomme ich und ich bekomme, ob das jetzt ein Flowchart ist oder wie immer, eine Darstellung, dass ich die machen soll. Und es ist auch immer ein schönes Gefühl, einen Prozess abgeschlossen haben. Erledigt, habe ich geschafft, habe ich gemacht. Nennt man Gamification. Also dieses, ich habe einen Prozess erfolgreich abgeschlossen, macht viel mehr Spaß, als ich habe ein Formblatt ausgefüllt. Ja, das ist die andere Seite, Darreichungsform und auf der anderen Seite Content. Wo wird das jetzt zusammengeführt? Ich bin am Aufholen. Wo wird das jetzt zusammengeführt, die Überlegung, also was kann man als Analogie verwenden, Darreichungsform und Prozess, jeweils innovativ, jeweils mit der Zielsetzung, Einfachheit zu erzeugen. Und diese Einfachheit hilft mir, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dafür haben wir auch ein gutes Beispiel, das sieht so aus. Komplett prozessgeschrieben. Ne? Kann ziemlich wenig, könnte viel mehr, wenn man es lassen würde. Ich meine, alles, was, also ziemlich viel von dem, was in Google Maps drin ist, ist da auch drin, aber das macht es nicht. Ja, das sagt irgendwie, also so wie bei Grand Theft Auto, nur ich muss das Auto nicht aufbrechen, ja, ich kann es einfach so fahren, ich muss es nicht stehlen, angenommen, es wäre meins. Ich kann sagen, ich möchte von A nach B. Was es auch noch hat, was interessant ist und zu einer weiteren Vereinfachung führt, wo die Teile weiter sind, als zumindest unser CRM-System ist, es ist ziemlich gut in Voice Recognition. Ja, wir sehen ja da mit dem iPhone 4S, der Siri
und so, dass wir da ganz gut Fortschritte machen. Und ich nehme mal an, dass das eine weitere Vereinfachungsform sein wird und eine weitere, wie soll man sagen, dass das Arbeiten im System angenehmer machen wird, wenn es besser auf Sprache reagiert. Was es schon hat, was es gemeinsam hat mit einem guten CRM-System, ist, dass es den Prozess nicht sklavisch befolgt, sondern gegebenenfalls auch in Realtime Informationen verarbeiten kann, die mein Verhalten optimieren. Also da ist Stau, sollte ich diesen Umweg nehmen. Ja? Das heißt, das kann man in einem CRM-System auch abbilden. Man kann irgendwie analytische Pattern feststellen, dass bestimmtes Verhalten von Vertriebsleuten zu bestimmten Ergebnissen geführt hat und man kann dir das empfehlen. Kann man alles in so Systemen abbilden. Das heißt, was man als Resümee daraus nehmen kann, ist, wir sehen hier ein Stück Software, was kombiniert mit einem Stück Hardware, was optimiert ist auf die Fläche. Wir sehen damit eigentlich ein ganz gutes User Interface. Usability ist, naja, aber auf jeden Fall sehen Sie, User Interface ist sehr gut. Die Prozessadaption davon ist sehr gut und die Mobilität ist gegeben. Und damit habe ich eigentlich zusammengefasst, worum es geht. Ein CRM-System, was den Kriterien genügen soll, dass es sagt, ich möchte Erfolg durch Einfachheit und ich möchte die Konzentrationsmöglichkeit auf das Wesentliche haben, muss zumindest diesen drei Kriterien genügen. Es muss maximal prozessorientiert und minimal datenorientiert sein. Es muss ein maximales Maß an Intuitivität in der Bedienbarkeit ermöglichen und es muss mobil sein. Das war's. Vielen Dank. Thank you.